Yo Leute, willkommen zur 35. Folge von Bögis Welt. Wir kommen heute zu den 700. Fakten. Ne? Ist dann halt wieder ein Jubiläum. Jubiläum. Ich würde ja gerne mit Jan anstoßen, nur der ist leider krank. Darum habe ich heute eine Quietscheente und sowas hier als Wingman. Ein Einarmiger wurde wegen einer fehlenden Handbremse am Fahrrad angezeigt. Ein behinderter Radfahrer hat Ärger bekommen, weil er nur einen Arm hatte und deswegen auch nur eine Handbremse am Fahrrad. Die Beamten allerdings forderten bei der Kontrolle eine zweite, auch wenn der Mann sie nie hätte benutzen können. Der Straßenverkehrsordnung folgend verwarnten sie also den Fahrradfahrer, weil am rechten Lenker die Handbremse fehlte. Der Mann wies sie zwar darauf hin, dass das Fahrrad umgebaut sei, und wegen des nicht vorhandenen rechten Arms die Bremse fürs Hinterrad auch auf der linken Seite ist, dass die beide gleichzeitig greifen. Er konnte die Polizisten damit nicht überzeugen. Sie forderten eine gesonderte Bremse, auch fürs Vorderrad. Und obwohl der Mann auf seine Behinderung hinwies, erhielt er eine 25 Euro Strafe. Tja. So geschehen in Köln. Das Lied SOS von ABBA ist das einzige Lied auf der Welt, wo man Titel und Interpreten vorwärts wie rückwärts lesen kann. In durchschnittlich 70 Lebensjahren hat ein Mensch rund 76 Tage mit Küssen zugebracht. Die Verkehrsampel hatte 2014 Geburtstag. Sie wurde dort 100 Jahre alt. Als Erfinder der Ampel gilt der Amerikaner Garrett Morgan, der unter anderem auch eine Gasmaske und ein Haarglättungsmittel erfunden hat. Mücken mögen besonders Menschen, die gerade Bananen gegessen haben. Tja, die werden am häufigsten dann gestochen. Brokkoli ist das einzige Gemüse, was auch gleichzeitig eine Blume ist. Tiere, die Eier legen, haben keinen Bauchnabel. Die Weltgesundheitsorganisation WHO strich erst im Jahr 1992 Homosexualität von der Liste der Krankheiten. Schokolade enthält dreimal so viel Eisen wie Spinat. In Berlin gibt es mehr Museen als durchschnittliche Regentage. Die heilige Vorhaut ist eine christliche Reliquie, die 1983 im italienischen Calcutta auf mysteriöse Weise abhandengekommen ist. Die heilige Vorhaut. Wenn man rohe Spaghetti biegt und durchbricht, ne, also rohe Spaghetti biegen durch, zerbrechen die in mindestens drei Teile. Nie in zwei. Mindestens in drei. Biegen durch, immer mindestens in drei Teile.
Es gab mal viertürige VW-Käfer. Es wurden mindestens 28 Stück davon in Berlin als Taxen gebaut. Die Schweiz hat bezogen auf ihre Landesgröße das größte Schienennetz der Welt. Jetzt kommt ein Zungenbrecher. Hypopoto monstro se deliophobie. Hypopoto monstro se quipedaliophobie. Ist die Angst vor langen Wörtern. Hoffentlich ist bald Jubiläum. In Wien heißen die Wiener Würstchen Frankfurter. In Frankfurt aber Wiener. Ich habe schon immer irgendwie geahnt. Entfernt man dem Weibchen des Borstenwurmes das Gehirn, wird es zum Männchen. Ohne Kommentar. Tabasco ist ein mexikanisches Bundesland. Neunzig haben die Franzosen praktisch das Autorennen erfunden und auch das erste ausgetragen. Also nicht Deutschland oder England, sondern in Frankreich wurde Autorennen erfunden. 1895. So, und jetzt der 700. und auch gleich der Jubiläumsfakt. Jubiläum. Hühner explodieren, wenn man ihnen Brause zu trinken gibt, da sie nicht rülpsen können. Tja, so ist es, Leute. Macht es hübsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.